Hallo, liebe Freunde, hier ist wieder Mr. Apfelmus. Und ihr werdet euch sicher denken, hä? Was ist denn das hier? Das ist kein GTA 3, das ist kein Doom. Nein, ich habe mir gedacht, ich fange jetzt mal ein neues Let's Play an. Eigentlich wollte ich Just Cause 2 nehmen, aber da mein PC gerade noch so Just Cause 2 gepackt hat, ohne zu stocken, dachte ich mir, das schaffe ich mit Fraps niemals aufzunehmen. Dann würdet ihr vielleicht so 5 Bilder im ganzen Video sehen und da dachte ich mir lieber, ach komm, was soll der Geiz, dann nehmen wir einfach Just Cause 1. Und wie ihr seht, sind wir jetzt gleich im Hauptmenü und ich starte gleich ein neues Spiel mit euch. Also, auf geht's. Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Naja, obwohl, das ist gelogen. Ich habe ein bisschen was beim Kumpel gespielt, aber es ist schon eine ganze Weile her. Also, auf geht's nach San Espirito. Ups, jetzt habe ich's übersprungen. Naja, hoffentlich nicht so schlimm. Egal, und auf geht's. Freefall. Yeah. Ja, ich werde mal schnell was für euch machen. Nämlich die Untertitel einstellen, weil sonst habt ihr ja wenig davon. So. Ja, möchten wir speichern. Und auf geht's zurück in den freien Fall. Dann ziehen wir lieber gleich den Fallschirm. Also die Grafik, muss ich sagen, gefällt mir persönlich immer noch sehr gut. Schick, schick. Von 2006 das Spiel nebenbei angemerkt. Deswegen dachte ich mir, ist das eher nichts für Back to Classics. Also, und auf geht's zum Strand. Wo uns unser Kontaktmann... Aha, und es geht gleich los anscheinend die Action. Wo uns unser Kontaktmann erwartet. Und landen. Und ich bin tot. Was zum... Nein, ey, jetzt nicht wirklich, weil ich dagegen geflogen bin, oder? Okay, gleich nochmal. Das war schon mal sehr gut. Also, hopp, und gleich nochmal hier, freier Fall und runter. Schneller, 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 schneller. Dann ziehen wir jetzt mal gleich den Fallschirm und machen mal ein bisschen hier Tempo. Ah, dieser Frieden. Diese Stille. Unser vollkommen hässlicher Charakter. Oh, wir müssen ja jetzt hier mal so runter. Okay, wir fliegen da lang. Jetzt fliegen wir da lang. Und diesmal fliegen wir gegen nichts gegen. Was zum... Aua! Okay, auf geht's jetzt hier. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Alter! Stopp! Ja, Leute, vielleicht fragt ihr euch, warum habe ich Just Cause genommen? Ganz einfach, Just Cause, finde ich persönlich, erinnert mich so ein bisschen, das heißt ein bisschen, erinnert mich sehr an GTA. Und schon bei GTA konnte ich viel Scheiße labern, was ich hoffentlich dann bei Just Cause auch machen kann. Außerdem gefällt mir dieses Insel- und Hawaii-mäßige Flair hier. Ja, ich weiß, das ist nicht Hawaii, das ist San Espirito, das irgendwo in El Salvador, glaube ich, liegt. Experten von euch können mir das jetzt sicher bestimmt sagen. Aber ich muss sagen, ist mir persönlich total egal. Klar doch. Gott, der läuft jetzt, ob er einen Stock im Arsch hätte. Als ob er Down-Syndrom hat. Okay, auf geht's. Ran an die MG. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, er ist schon der erste. Okay, und wir haben ein bisschen Auto-Aim, so wie es aussieht. Aber da, 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 da. Okay, das scheint mir jetzt noch nicht so schwer zu sein. Aber ist ja auch erst die erste Mission, wa? Komm, stopp! Jawoll! Oh, die Explosion gefällt mir also schon mal. Immer schön weiter. Komm, komm, komm! Weiter! Ah. Schießen! Stopp. Sehr schön. Und natürlich typisch in solchen Spielen. Wir sind natürlich der totale Übermensch, der übel viel aushält. Scheiß drauf, ist ein 50er Kaliber MG. Pff, ach.
Ich habe ja schließlich meinen Fallschirm und meine mega krasse Frisur. Können mich gar nicht treffen. Wir müssen die verdammte Straßensperre erledigen. Schalt die Kerle aus, damit wir weiter können. Ich sehe doch da schon wieder rote Fässer. Das muss ich gleich mal ausprobieren, ob das so klappt, wie ich mir das denke. Passt mal auf. Bam, 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 bam. Da kommt. Jetzt hier. Ja, jawohl. Sehr schön. Okay. Ja, jetzt schnell Dauerfeuer. Okay, jetzt waren anscheinend schon alle. Und schnell wieder hinten rauf. Und weiter geht's. Wow. Na, komm, jetzt hier mal. Wo ist der Heli? Da. Und weg. Sehr schön. Ja, kommt schon hier mal. Mehr Action. Gott, diese Insel ist schon wieder viel zu groß, das merke ich jetzt schon. Dann werde ich echt meinen Entdeckerdrang in Zaum halten müssen, damit ich hier nicht einfach die ganze Zeit nur rumrenne und was weiß ich hier irgendwelche kleinen Dinge einsammle, die gar nichts mit der Story zu tun haben. Weil ich will jetzt nicht, dass ihr mir zuguckt, wie ich, was weiß ich, 3 Stunden lang, keine Ahnung, was ist in El Salvador so los? Ich glaube, El Salvador hat ein Drogenpäckchen oder keine Ahnung, irgendwie sowas einsammle. Komm, Batz, Heli, weg! Fantastisch! Dafür gibt's eine Kiste Bier! Jawoll! Eine Kiste Bier! Das finde ich ja sehr gut. Nein, natürlich nicht. Alle Kinder jetzt, die da draußen zugucken, Alkohol ist sehr schlimm, man sollte es niemals trinken. Und man sollte auch nicht mit einem 50er Kaliber MG einfach so auf Staatsfraktion schießen. Oh, das war knapp. Oh, das hat mir jetzt gefallen. Ah, komm! Weg! Zieh! Wie? Da! Ah, weg! Jawoll! Bamsen! Oh, jetzt haben wir das schöne Feuerwerk verpasst. Na egal. Woo! Lass uns in die Luft schießen, wie echte Mexikaner. Und den Jet! Jetzt hier noch! Weg hier! Da, 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 da. Mach schon wieder viel zu viel Blödsinn. Na, und wir sind da. Cutscene. Wehe, dass ihr was von der Story mitbekommt. Also. Komm schon, Rico. Wir haben zu tun. Denkst du etwa, du kannst uns die Hölle heiß machen, Sheldon? Ich werde einen Teufel tun, Kane. Kümmere dich einfach um unseren Freund Rico hier. Damit er seinen Job machen kann. Oh. Oh. Ich hätte das letzte Mal vergessen, Rico. Ich bin echt froh, dass ich euch kenne. Kommt rüber zum RV, wenn ihr bereit seid. Ja, wir wollten speichern. Sehr schön. Auf geht's. Lieblingsfahrzeuge. Das finde ich doch schon mal gut, dass man auch wie bei GTA so ein bisschen parken kann. Oh, Munitionskisten. Praktisch, praktisch. Also kein Einkaufen von Waffen. Ah, und wir finden gleich neue Waffen in unser Verstecken. Das ist doch schon mal sehr gut. Und gleich mit Schalldämpfer, so wie es aussah. Alles klar. Also holen wir uns jetzt nur schnell mal. Ne, leckt nicht. Alles klar. Die Waffen füllen die Munition nochmal auf. Und auf geht's zur nächsten Mission, würde ich mal sagen. Das ist der Typ, den die Agency loswerden will. Am liebsten gestern. Präsident Salvador Mendoza.
Der Kerl macht Geschäfte mit dem Montano-Drogenkartell. Das Militär und die Polizei decken ihn. Wir haben aber jemanden gefunden, der ihm das Leben verdammt schwer machen könnte. Ein Amerikaner. Warum überrascht mich das nicht? Darf ich vorstellen? José Caramicas, der Rebellenanführer. Oder auch kein Amerikaner. Er wird ihn einsperren lassen auf dieser Insel. Er wird im alten spanischen Fort von El Grande festgehalten, ganz in der Nähe. Praktisch, was? Geh zum Fort, erledige die Wachen, hol Caramicas daraus und du bist einer von uns. Ein echter Hombre. Worauf wartest du? Ach, und Rico, falls irgendwas schief geht, dann... Kennt ihr mich nicht? Ganz genau. Ha. Aber das bist du ja gewöhnt. Jetzt hol dir von Ken, was du brauchst und dann los. Yeah, Action. Alles klar, also rauf aufs Moped. Und los geht's. Komm, Gas. Okay, die Lenkung ist ein bisschen schwammig. Aber ich denke mal, das soll so sein. Aha, also kann ich auch vom Moped gleich mit F springen und den Fallschirm öffnen. Das finde ich doch schon mal sehr gut. Okay, und jetzt erstmal schön Gas geben. Yeah. Schön auf der Landstraße cruisen. Oh oh. Okay, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen... Okay, wir kommen da nicht hoch. Alles klar, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Fahren wir jetzt eben erst da runter und landen anscheinend in einem See oder so. Wow! Erstmal runter. Oh, das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen. Ah, super. Was mach ich denn jetzt? Warte. Ich höre doch einen Helikopter. Wo ist das Mistding? Ich hoffe, man hat hier so einen Enterhaken wie bei Just Cause 2, wo man sich dann überall ranhängen kann. Ja, wir probieren jetzt erstmal hier hochzulaufen. Es klappt ganz gut. Sehr schön. Auto zufällig? Jawohl. Ich weiß, die Polizei wird uns bestimmt jetzt hinterherfahren, aber es ist mir vollkommen egal. Haha. Und weg. Ja, ich weiß, wie man mit einem Auto fährt. Ich habe auch... Ja, ist ja gut. Meine Fresse. Okay, es hieß irgendwas von wegen, schwarze Punkte sind wichtig. Wow, Alter, hört auf zu schießen. Dumme Kinder. Oh oh. Wow. Okay, Kenners. Komm jetzt hier mal. Wenn das alles war, ist ja lachhaft ist das. Auf geht's, wieder ab ins Fahrzeug. Und jetzt hier einfach mal runter. Geronimo! Oh Gott. Ah! Bitte drehen. Nein, nicht nochmal drehen. Komm. Scheiße. Okay, raus, schnell und weg. Okay, jetzt nehmen wir die Karre und weiter geht's. Meine Güte, gleich Action hier. Okay, die Cops sind auch bestimmt hoffentlich nicht so dumm wie bei GTA 3 anscheinend. So, jetzt gucken wir mal, was hier sein soll. Nämlich irgendwie hieß es,